herzlich willkommen zur Talentschmiede, Folge 11 mittlerweile schon. Eigentlich echt krass, dass dieses Format dann jetzt doch schon so ausgereift ist, was ursprünglich mal ja aus einer Bierlaune heraus entstanden ist, weil ich das Gefühl hatte, dass solche Videos euch besser gefallen als die normalen Hertha-Talks zum Beispiel. Und heute, ihr seht es im Hintergrund, schauen wir uns Linden Meiner von Hannover 96 an. Und das ist deswegen so brisant, denn wir kommen gleich dazu. Der Sommer könnte heiß werden. Linden Meiner ist 22 Jahre alt, 1,73 Meter groß und eigentlich ist er rechts außen. Er kann aber auch auf der 10 spielen und links außen. Und was ich auch gefunden habe, er wurde tatsächlich ein einziges Mal als hängende Spitze eingesetzt. Lindenmeier kommt aus Deutschland, hat aber auch die kenianische Staatsbürgerschaft durch seine Eltern und besitzt einen Marktwert von 1,8 Millionen Euro, also verhältnismäßig günstig. Wie auch im Hintergrund zu sehen, spielt er aktuell noch bei Hannover 96, aber hat nur noch einen Vertrag bis zum Sommer, bis 30.06. Es könnte also ein heißer Sommer gerade für ihn werden, denn viele Vereine stehen Schlange, viele Bundesligisten stehen Schlange. Nicht unlängst war es ja so, dass zum Beispiel Hertha BSC an ihm Interesse haben soll. Lindenmeier ist ja auch gebürtiger Berliner. Schauen wir uns mal seine Stats an. Für Hannover 96 absolvierte er 22 Bundesligaspiele, schoss dabei ein Tor und legte viermal auf. In der zweiten Bundesliga absolvierte er 65 Spiele, erzielte dabei 8 Tore und 9 Assists. In der U19 Bundesliga 45 Spiele mit 11 Toren und 6 Assists und in der U17 38 Spiele mit 6 Toren und 3 Assists. Im DFB-Pokal kommt er auf ganze 5 Spiele. Dabei legte er tatsächlich ein einziges Mal auf. Wenn wir jetzt nur die aktuelle Saison mal nehmen, kommt er in 23 Spielen auf 4 Tore und in 3 DFB-Pokalspielen auf den einen Assist. Und er ist auch deutscher U-Nationalspieler. Für die U21 absolvierte er 7 Spiele. Für die U20 ein Spiel und für die U18 5 Spiele. Ja, das ist die große Frage. Wohin zieht es Linden Meiner? Wie gesagt, er ist ablösefrei. Hannover 96 wird kein Geld mehr mit ihm generieren. Das heißt, man muss nicht tief in die Tasche greifen. Frage ist nur, wo passt er hin? Halte ich ihn für einen Bundesligaspieler? Nicht zwangsläufig. Ich meine, wie gesagt, Hertha war wohl an ihm dran. Ich bin mir noch unsicher, ob ich ihn haben wollen würde oder nicht, auch wenn er die Position bekleiden würde, die wir so dringend brauchen. Das Einzige, was ich mir höchstens vielleicht vorstellen kann, ist, dass, gut, jetzt steigen halt Schalke und Werder auf. Ob er da reinpasst, weiß ich jetzt nicht so. Aber es wird ja voraussichtlich eine aufsteigen, mit der man vielleicht am Anfang nicht so gerechnet hat. Also sprich Pauli, Nürnberg, Darmstadt. Da könnte ich mir das dann vielleicht schon eher vorstellen, dass er da so in den Reigen, dass er da hinwechseln könnte und da Stammspiel. Allerdings kenne ich jetzt gerade die Kader nicht so, um einschätzen können, ob er da spielen würde und ob er da reinpasst. Gerne könnt ihr mir mitteilen, was ihr von Lindmeier haltet, wo ihr ihn seht und ja, was in Zukunft noch so auf ihn zukommt. Das war es jetzt an dieser Stelle. Danke, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Talentschmiede. Mal gucken, welcher Spieler dann auf euch wartet. Bis dahin.